So, hallo liebe Autofahrer. Der heutige Theorieunterricht richtet sich nicht an die Fahrschüler, sondern an die Autofahrer, die schon einen Führerschein haben. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Thema, wie schnell darf ich fahren, wenn 50 erlaubt sind. So, ich habe euch jetzt hier mal so eine Straße aufgezeichnet mit einem gefährlichen Blitzer. Und auch nochmal so ein bisschen zur Wiederholung. Außerhalb geschlossener Ortschaften, da haben wir also hier sozusagen die Grenze. Hier darf ich 100 fahren. Wenn ich reinkomme in die Ortschaft, darf ich 50 fahren. Oh, 50 Kilometer pro Stunde. So, also das heißt, wenn ich es natürlich richtig mache, wie ich es in der Fahrschule gelernt habe, komme ich hier angedüst. So, ab hier, ab dem Ortsschild gelten die 50, fahre ich 50. So, und jetzt meistens fahren die Autofahrer und dann sehen sie, Blitzer, und dann wird runtergebremst auf zwischen 30 und 40. Vor lauter Angst, dass sie geblitzt werden. So, wenn wir mal überlegen, ich darf also in der Stadt 50 fahren. Worauf wird wohl dieser Blitzer eingestellt sein? Richtig! Nicht auf 30 oder 40. Ich spreche jetzt so komisch, weil ich den Deckel da in den Mund habe, jetzt habe ich ihn hier draußen. Also, zack, zack. Ich brauche hier nicht 30 oder 40 fahren, sondern ich kann 50 fahren. 50. Also bitte, liebe Autofahrer, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken. Ihr dürft also in der Ortschaft 50 fahren. Und wenn ein Blitzer kommt, egal ob das jetzt so eine neue komische Röhre ist oder so ein alter Blitzer, dann dürft ihr ganz normal mit 50 weiterfahren. Okay? Nicht mehr runterbremsen auf 30 oder 40, weil wenn ich hinterher fahre, dann nervt mich das immer. So, jetzt schalte ich also den Tempomat auf hopp, ein, 54. So, seht ihr das? 54. 54, wir fahren 54. Da vorne wird wieder, schade, seht ihr, es wird wieder fleißig gebremst. So, wir fahren vorbei und kein Blitz. Habt ihr also gesehen? Ihr könnt an dem Blitzer mit auf alle Fälle 50 vorbeifahren. Ich hoffe, dieser Video wirkt Wunder in der deutschen Autofahrergesellschaft.